Hey Leute und willkommen zurück zu Pokémon Black 2. Wir sind in der Kanalisation. Irgendwie so wird. Ich kann das Wort nicht aussprechen, ey. So, wir sind ja in die Kanalisation. Genau. Und mich hat es verwundert, dass uns der Weg hier hergebracht hat. Also, das habe ich echt nicht erwartet. Aber da wir gerade hier. Opa sagt mir, dass meine Opa. Opa. Oh, du heilst meine Pokémon nicht. Das ist aber nicht nett. Ah ja. Hier soll ein Trainer geben. Soll es Trainer geben. Damit habe ich echt eigentlich kein Problem. Ich brauche nur jemanden, der meine Pokémon heilt. Wie du. Danke. Was gibt's hier? Ach, du kommst. Danke. Brauche ich nicht. So, was gibt's denn hier? So. Was war denn hier? Nix. Ich frag mich immer, wie man da hinkommt, ey. So jedenfalls nicht. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Du willst nicht kämpfen, willst mich veräppeln? So, zurück. Wo landen wir denn hier nochmal? Kein Schimmer. Eine Stadt, wo wir noch gar nicht hin sollen, habe ich recht. Oh mein Gott. Bitte Fluchtseil, bring mich weg von hier. Jetzt müsste mich eigentlich zum Pokémon-Center hinbringen, wo ich mich zuletzt geheilt habe, oder nicht? Oh, ich bete. Ich habe gerade Fluchtseil irgendwo gelesen. Ja. Bring mich aber nicht nach New York City. New York City, wie hieß die Stadt? Nein! Da will ich nicht hin. Müssen wir wieder zurück oder was? Moment. Ja, wir müssen wieder zurück. Da gab es ja noch einen Weg, den ich gehen wollte. Dafür brauchen wir leider Stärke. Warte mal, ich komme da nicht mehr hoch, habe ich recht? Och nee, ne? Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder nochmal... Och nee. Obwohl, wenn ich mir jetzt Stärke hole, aus dem Pokémon Center, Stärke hole, ein Pokémon, das Stärke kann, hole, könnte ich den Weg ja eigentlich zurückgehen. Nur ist die Frage, wer kann Stärke erlernen?
Da wollen wir mal gucken. So, ablegen würde ich sagen Magneton. Okay, mitnehmen. Habe ich jemand Stärke beigebracht? Ja. Okay. Die Welt ist noch nicht untergegangen, das schaffen wir noch. holen wir uns noch ein paar Superschutz. Oh. Superschutz. Nein, ich möchte nicht sichern. Superschutz. Shit, ich muss doch den Weg nochmal gehen. Ey. Ich will den Weg nicht nochmal gehen. Wir haben ja Gott sei Dank Fliegen. Nur habe ich gerade kein Pokémon, das fliegen kann. Seufz. Immer passiert mir sowas. Jetzt muss mir so ein... Wie hieß das Pokémon? So ein Navitaub kaufen. Fangen. Ach nö, ey Leute. Wieso ich? Oh, sag mir, Wasser-Pokémon, du kannst das, du kannst Fliegen erlernen, was ich nicht glaube, aber im Versuch ist es ja wert. Ich glaube nicht, dass es fliegen kann, aber wir können ja hoffen. Oh, bitte. Ja, es kann es doch erlernen. Wie geil ist das denn? Fliegen, wie hieß die Stadt, wo wir waren? Maria City. Das Fliegen hat sich nicht viel verändert. So, dann können wir gleich nochmal in die Höhle rein. Und nehmen Stärke mit. Aber ich bin froh, dass du fliegen kannst. Also hat es sich gelohnt, dich zu fangen. Ach da, alter Fluchtweg. Da gab es ja noch einen Weg, den wir noch nicht gegangen sind und den will ich jetzt noch machen, bevor wir hier irgendwie weitermachen mit der Story. Superschutz. Und ich bewege jetzt alle Steine, ey.
Das Gute ist ja, nachdem man die einmal bewegt haben, braucht man die nicht nochmal bewegen. Ein Stein schon mal drin. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich muss auf Klo. Fällt mir gerade so ein. Wo ist der nächste Felsen, den man hier betätigen muss? Ich bin mir sicher, hier gibt es noch irgendwo einen Felsen. Ja, genau da oben. Ey! Genau da müssen wir rein. Was gibt's denn hier drin? Ihr wollt mich veräppeln. Ihr wollt mich veräppeln. Sind wir hier gelandet oder wie? Oh, hier ist ein Item. Oh, hier kann ich mich an dieses Pokémon erinnern. Wie hieß das? Was ich. Die Weiterentwicklung vom Flampignon. Und hier finden wir auch einen Sonnenstein. Was gibt's denn hier oben? Ey, das kann ich mir niemals fangen. Es ist zwar nicht die Weiterentwicklung vom Flampignon, aber das gehen wir uns später fangen, weil ich glaube, das ist auf Level 70 wie damals. Und wir sind nicht gerade stark. Ein Pokéball. Also, wenn ihr euch das Pokémon fangen wollt, dann halte ich euch davon nicht ab. Ich könnte es vielleicht schaffen, aber ich möchte es jetzt nicht wirklich riskieren. Das geben wir uns ein anderes Mal fangen, versprochen. Und ja. So, da wir gerade hier so drin sind, kann ich eigentlich auch die nächsten Steine, die hier sind, betätigen, damit wir es nicht nochmal machen müssen, falls wir hier nochmal reinkommen. Das war ein langer Weg. Was ist das denn jetzt? Bitte ein Dings ohne nichts, dann würde ich fangen. So, wechseln wir mal kurz aus. Fukano, ne? Wo bist du denn? Da. Pokebälle. Oh, Sonnenbonbon. Noch ein Beulenhelm, den haben wir schon. Hier soll ein verstecktes Item sein. Oh, ein Gesteinjuwel. Also es hat sich gelohnt, ich springe da jetzt nicht runter. Mal gucken, ob wir jetzt raus mit einem Fluchtseil können. Und nicht wieder New York City oder wie hieß die Stadt nochmal?
in jetzt New York City. Ich habe den Namen gerade vergessen. Loch sein, wo bist du? So, wir haben es rausgeschafft. Ich gehe jetzt nochmal schnell zum Pokémon Center, hole mir mein richtiges Team wieder zurück. Und das war der alte Fluchtweg. Man kann reingehen, muss man nicht unbedingt gleich sofort machen, aber. Es könnte sich lohnen für die Items, naja, nicht wirklich. Was gab's da? Ein Sonderbonbon? Gelbstück und so ein Zeug. Und ja, Pokébälle halt, ne? Und dieses Pokémon, ich habe den Namen vergessen, aber es ist auf Level 70. Und das machen wir ein anderes Mal. So. Ich habe mir jetzt auch mein Team zurückgeholt und ich würde sagen, ich beende hier den Part, Leute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.